So, Freunde, herzlich willkommen zurück. Oh mein Gott, ich habe mich gerade dabei erwischt, wie ich mit Raserin Viola, ihr wisst schon. So, Leute, ja, willkommen zurück. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen durch diese Lava-Höhlen geklopft, sind dann in dieser Sackgasse gelandet und werden überrascht. Du hast bestimmt gedacht, auf diesem Weg ist keiner, nicht wahr? Aber so leicht kommst du nicht davon. Drogo! Drogolino, du nimmst Drogen. Kamerupt und Smogmog. Smogmog kriegt Psychokinese und Kamerupt Scheiße. Ja. Da wäre ich jetzt glücklich, wenn ich ein anderes Pokémon mit dabei hätte. Ja, ich würde dann einfach mal sagen, bis auf Kamerupt. Vielleicht schreckt es ja zurück und Psychokinese auf Smogmog. Oh, Smogmog wurde besiegt. Richtig fies. Richtig, richtig fies. Du. Und schließlich erreicht Level 34. Bam. Ein Schleimog. Das gibt wieder eine Psychokinese. Und wieder ein Biss für Kamerupt, wie es mir aussieht. Ein Volltreffer! Du bist sowas von sterben, Kamerupt. Und Schleimer kriegt Psychokinese. Psychokinese! Greif an! Buddam! Oh, was? Das Schleimer hat's überlebt? Oh, das ist hart. Das ist hart, wenn die jetzt schon anfangen zu überleben. Aber wenn es mal richtig, richtig hart kommen sollte. Oh, es war ja so klar, dass es Krypto ist. Aber wenn es mal richtig, richtig auf hart kommt, dann kommt Saginet, ey. Und der zeigt dann, wie es geht. Alter, du machst viel zu viel Schaden, Schleimog. Ich würde mal sagen, bis auf Schleimog dann und was? Galoppeis ist Level 40. Es fängt jetzt aber ein bisschen an heftig zu werden. Wie soll ich denn hier, kann ich denn hier nicht irgendwie trainieren? Also ein Training wäre jetzt mittlerweile richtig ratsam, ey. Wie krass stark sind die Pokémon hier? Level 40 Krypto-Pokémon, Alter. Oh, Psyana erreicht wenigstens Level 37. Kommt auch immer näher an die 40er-Marke ran. Für mich nicht wundern, wenn du auch Krypto bist. Ja, ich wusste es, ey. Es sind immer die letzten beiden Pokémon, die Krypto sind. Ist ein bisschen lame. Ja, ich würde dann sagen, mal bis auf Galoppa und Psychokinese auf Makargo. Dann noch ein bisschen mehr Schaden erwartet, aber Köter wird es jetzt sowieso ins Gras beißen. Aber es hat uns wenigstens das gebracht, dass Galoppa jetzt fangbereit ist. Boah, ey, heftig. Das ist richtig heftig, aber. Boah, dann packe ich mal Schäfchen wieder aus. Es muss mal wieder sein. Oh, ey, und der dunkle Schauer trifft. Ich find's mittlerweile sogar fast schon unfair, wie krass overlevelt die hier alle sind, die Gegner. Ich meine, ich kann's einfach nicht nachvollziehen. Wie die in so kurzer Zeit so starke Pokémon hier haben und dass wir nicht trainieren können, das finde ich eigentlich die größte Sauerei.
Wehe. So, Galoppa ist im Ball und. Ja, Macargo sollte auch jetzt in den Ball rein. Dieses Kryptobeben, Leute, ey, das regt mich so auf. Oh, 6 Schaden macht's. Boah, ey, ich sehe schon, Kobsiana überlebt das nicht. Schmeißt er einfach einen Hyperball drauf, um komplett sicher zu sein. Und boah, so richtig mit einem Trank heilen lohnt sich nicht, wenn der Heilungsapparat richtig in der, also schon ziemlich in der Nähe ist. Ich finde, das wird jetzt keinen Sinn machen. Oh, Gott sei Dank. Oh, in dieser fiesen Hitze kann ich einfach nicht kämpfen. Ja, und trotzdem gibst du mir so Beef? Und dann sagst du noch, du könntest nicht kämpfen, Alter? Der gibt uns Beef, ohne mit der Wimper zu zucken, und regt sich dann noch auf, dass er nicht kämpfen kann in der Hitze. Ich verstehe die Trainer hier nicht, ey. Ich komme mir echt so vor, als müsste ich hier in jedem Kampf Sagi jetzt schon rausholen, ey. Der stehen ja auspacken müsse. Aber wenigstens ist Schäfchen gleich Level 35, dann gleich Level 36, 37, 38, 39, 40 und dann wird Röllchen gelevelt, ey. So bis die alle auf Level 40 hoch sind. Und wenn alle auf Level 40 sind, sollten wir eigentlich beim Spielende angekommen sein. Und dann hat der so dicke Level 80er Pokémon und dann bin ich so, was soll der Bullshit, ey? Kann ich schon mal gegen Raserin Fiola kämpfen? Nein. Das wäre jetzt eigentlich das Allerbeste, wenn ich jetzt gegen die kämpfen könnte. Ein Training hätte. Noch eine. Ich werde mich nicht zurückhalten. Ich kann diese brutale Hitze nicht mehr ertragen. Und dafür kriegen wir die Schuld, Emily? Ganz im Ernst, ist das richtig? Fragen wir uns doch jetzt mal, was hättest du getan, wenn wir das Ganze mit Respekt angegangen wären? Noctuska und Vulnona. Vulnona scheint richtig beliebt hier zu sein. Schon das zweite, auf so kurzem Raum. So engem Raum, sorry. Ja, Psychokinese da mal wieder. Sollte jetzt eigentlich sogar mehr Schaden machen. Ein bisschen mehr. Oh, sehr effektiv. Kuchtel! Uncool. Vulnona vergräbt sich, das gefällt mir ganz und gar nicht. Bäh. Naja, da muss Kotel dran glauben. Boah, das hat Schaden gemacht. Jetzt enttäuscht mich nicht, Köter. Mach ihn kalt. Sehr gut. Ah, dann haben wir zuerst mal dick Dampf ablassen, ne? Ein Mantax. Was macht ein Mantax hier? Volltreffer mit Schaufler. Ey, das Spiel kann so unfair hier sein. So, aber jetzt nochmal Psychokinese auf Vulnona. Mag Vulnona nicht. Schildchen erreicht Level 35. Und da kommt ein Tropius. Ich weiß jetzt schon, wer Flammenwurf kriegt. Oh, ey.
Ha, Mann, Tax zurück. Das gefällt mir sehr gut. Nochmal bis auf Mantax einsetzen. Oh, das wird wehtun. Jetzt ist das Pokémon wieder normal stark. Warum waren die von vorhin so Level 38 und Level 40? Ey? Das verstehe ich nicht. Stimmt, so ein Proto-Trainer. Ha, Mantak schreckt schon wieder zurück. Das gefällt mir sehr gut. So, der hat zweimal Biss. Jetzt muss er es zurückschrecken. Es hat keine andere Wahl, als zurückzuschrecken. Wenn es zweimal hintereinander gebissen wird. Oh yeah. Oh nein, es setzt Aquawelle ein. Nicht auf Köter. Ja, jetzt ist es tot. Ciao, Mantax. Wir sehen uns. Och Mensch, Köter hätte jetzt aber ruhig das Level abkriegen können. Voll fies. Es ist so heiß hier, ich kann mich nicht konzentrieren. Oh, arme Emily. Düt, 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 düt. Zweimal Top-Genesung. Gucken wir jetzt mal hier, was erwartet uns hier? Oh nein, da will ich jetzt aber noch nicht hin. Will zuerst noch die anderen Trainer hier besiegen. Wie gesagt, Training ist wichtig, vor allem weil wir kurz vor Ende sind. Und ich habe eigentlich keinen Trainer ausgelassen, glaube ich. Ich glaube, ich habe jeden einzelnen Trainer gesehen und gekämpft. Auf diesem Weg kommst du nicht vorbei und du kannst auch nicht. Und an mir. Hä? An diesem Weg kommst du an mir vorbei und an mir kommst du nicht vorbei. Ivine, what the fuck? Tja, ich glaube, ich muss es noch nicht mal sagen. Ich weiß, wer hier einen Flammenwurf kriegt. Wer hier eine Psychokinese kriegt. Dö, 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 dö. Und seine saftig heftige Psychokinese, hoffentlich. Sehr schön. Und was noch viel schöner ist, Köter erreicht Level 36. Plus 4 Spezialangriff. 103 Spezialangriff, ey. Wohin genau? Armes Vorstelka hat den Flammenwurf nicht überlebt. Sagt bloß, es ist Krypto. Nein. Ja, hier würde ich dann erstmal wohin genau töten, mit zweimal drauf beißen. Wohin genau kann nämlich richtig tödlich werden mit seinem Konter. Da will ich echt nichts anbrennen lassen. Oh, Pazeiron. Ich weiß jetzt schon, wer Flammenwurf kriegt. Oh. Alter, schon wieder so viel Schaden. Flammenwurf auf Panzereron und Psychokinese auf Dodri. Bitte lass es einen richtig dicken Volltreffer sein. Na, es hat auch so getötet. Das reicht mir. Yay, Schäfchen erreicht Level 36. Das ist sehr effektiv.
Das kann nicht sein. Oh, das ist so eine gute Combo, Köter und Psyana. Das ist einfach nur die beste Combo. Also ich rate euch, wenn ihr das Spiel gerade mit mir durchspielt, das auch einfach so zu machen. Köter und Psyana. Das ist so heftig einfach. Ich meine, ihr seht ja, die meisten Kämpfe entscheiden die beiden einfach. Meisten Kämpfen ist noch nicht mal Bedarf, dass ein anderes Pokémon mit dazu kommt. Ein AP Plus. Das freut uns sehr. Ha, du machst einen großen Fehler, wenn du denkst, du könntest ohne weiteres an mir vorbei. Ich kann aber ohne weiteres an dir vorbei, Marco. Wirst schon sehen, wie schnell das geht. Azumarill und Pelipper, okay, Wasser-Pokémon. Das ist natürlich. Das ist der harte Konter gegen meine Combo. Das ist ein harter Konter. Nun ich mal versuche, ich rufe Köter zurück und nehme Schäfchen raus. Macht dann mit Psyan einfach Psychokinese auf Pelipper. Warum gerade auf Pelipper? Nun, ich mag Pelipper nicht so sehr. Keine Ahnung wieso, aber ich mag Pelipper nicht so. Na, hat doch gut geklappt. Oh, Schockwelle. Du mieser Bastard. Das paralysiert sicher. Wow, es hat nicht paralysiert. Way! Risikotackle? Master. Ah, du wurdest auch noch paralysiert, Azumarill. Haha, Donnerschlag auf Azumarill und Psystrahl auf Pelipper. Psystrahl sieht so geil aus. Haha, blödes Pelipper. Ariados! Ja, wo ist Köter, wenn man ihn mal braucht? Egal, Psychokinese wird's auch tun. Na, wenn das kein tödlicher Treffer war. Octillery! Donnerschlag und Psychokinese werden eingesetzt. Donnerschlag auf Octillery und Psychokinese auf Ariados. Das sollte tödlich sein. In der Tat. Oh, Baldorfisch wird auch Donnerschlag kriegen. Oh yeah. Sehr effektiv und tödlich. Das ist ja fast schon wieder K.O.-Attacke jedes Mal. Oh, was? So kurz vorm Level Up. Stitch ist auch ein bisschen assi. Stitch ist ein richtig bisschen assi. Oh, Psystra sieht so geil aus. Es war auch sehr effektiv. LOL. Und Level 38 für Psyana. Spezialangriff 115. Spezialverteidigung 91. So heftig, unser Psyana. Ja, ihr habt verloren. Deswegen lasse ich dich niemals vorbei, weil du weißt, was wir vorhatten, weil da ein Schatz liegt und Jago sagt nein. Hieß Jago nicht auch der, war das nicht auch der Vogel bei Aladdin? Ich glaube schon. Ich weiß nur, wer jetzt Flammenwurf kriegen will, und zwar Botogel. Oh, ein Vulkantraining, ey, das ist so heftig. Oh, beiß ihn tot. Oder wenigstens so, dass er zurückschreckt. Also gegen Gronkh, da muss. Also gegen unser Gronkh, da muss Köter echt mithelfen.
bezweifle jetzt eh, dass ein Dings-Pokémon kommt. Oh, doch, Psychokinese auf Schluckwäsch. Und oh, Feuerschlag auf Köter, bitte. Oh, ey. Mach einfach mal Flammenwurf auf Gronkh und Psychokinese auf Schluckwäsch. Weil ich bin der Meinung, Flammenwurf wird so viel Schaden machen, dass Gronkh das nicht überlebt. Gronkh. Na, eins muss man Gronkh ja aber lassen, dass der einfach so seinen Vertrag da mit einigen Spielherstellern gekündigt haben, weil die das Let's Play nicht mehr unter. Also, weil die, ich weiß nicht mal, was die gemacht haben, aber weil die einfach anderen Let's Player kein Geld mehr auszahlen wollten. Das war aber auch sehr stark von ihm. Das hat richtig, sozial. Das war richtig sozial von ihm. Ich meine, ihr wisst, ich bin kein Gronkh-Fan, aber was er da getan hat, war echt nice. Ich will das jetzt mal kurz so hier hervorheben. Groink erkennt Psyana. Und nun. Ich sage nochmal Flammenwurf auf Groink und Psychochinese auf Relikant. Ah, scheiße, fast. Oh, da brennt das Schwein, ey. Da gibt's eine Schweinshaxe zum Abendessen, ey. Ah, gute Schweinshaxe zum Abendessen. Enturon! Das ist so uncool. Dann zweimal bis auf Enturon, würde ich sagen. Ich bin kein großer Enturon-Fan. Wegen der Wasserattacken. So, jetzt bist du schön. Oh, du solltest zurückschrecken, mein Freund. Zurückschrecken. Na, wenigstens hat Psyana die Aquawelle gekriegt. Oh, nee. Oh, Doppel, nee. Oh, geil. Die Attacke ging daneben. Das sind echt so Momente, da kann man wieder an Gott glauben. Bitte greif an, bitte greif an, bitte greif. Nein! Enttäuschend. Oh ja, Enttoron hat jetzt noch einen Kock gekriegt. Und da kommt noch ein Morlord? Wow, das Morlord, das ist uncool. Gena. Alter. Was seid ihr für Drecksäcke? Och Mensch! Psyana! Was soll der Scheiß? Was soll der Rotz? Ganz im Ernst. Alles mit diesem blöden Relikant angefangen. Level 31 für Schäfchen. Das ging aber richtig fix. Köter ist eingeschlafen wegen dem Gena, aber hat wenigstens noch einen mitgenommen. Das reicht mir. Schäfchen, komm raus. Und bitte, Psyana, sei nicht mehr verwirrt oder triff ihn wenigstens mit Psychokinese. Bitte triff ihn. Nein! Ey! Oh Gott sei Dank, es ist nicht mehr verwirrt. Spezialverteidigung sinkt. Body Slam von Schäfchen. Oh, es ist paralysiert. Ah, es steigert wieder seine Spezialverteidigung. Wix. Egal, jetzt wird sterben. Boah, endlich! Bam! So muss das.
So haben wir es dem Knecht aber gegeben. So, jetzt schaffen wir aber noch den Inhalt der Kiste. Ein Elixier. Und ich würde sagen, wir starten den Part nächstes Mal bei der anderen Kiste dort oben links. Dann haben wir wenigstens den Weg schon gemacht und die Pokémon geheilt. Ich würde sagen, wir beenden den Part dann auch jetzt hier, jetzt wo ich das schon so schön angekündigt habe. Ich sage euch vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.